Sie was Neues über den Bauzaun bei uns in der Schule? Nein, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass der auch noch eine ganze Zeit stehen wird, weil die Priorität zunächst erstmal auf die Sicherheit gelegt worden ist. Das heißt, der zweite Fluchtweg, besonders oben aus der Aula heraus. Und dann wird es so werden, dass zur Diskussion steht, hier an den Toiletten was zu machen, um die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes aufrechtzuerhalten, damit wir auch hier auf die Toiletten gehen. Und dann wird sicherlich diese Problematik mit der Fassade in Angriff genommen werden. Können Sie uns ungefähr sagen, wie lange das noch dauert? Das kann ich nicht sagen. Ich bin Vertreter der Verwaltung. Das heißt, ich bin verantwortlich dafür, dass ich die Probleme aufzeige gegenüber den Abgeordneten, den Kreistagsmitgliedern, dass ich versuche, Prioritäten mitzugestalten. Und wie viel Geld dann tatsächlich für die Schulstandorte gegeben wird, entscheidet ja der Kreistag. Also gibt es eine Entscheidungsfindung in den Fraktionen und zum Schluss stimmen die Kreistagsabgeordneten über den Haushalt ab und dann entscheidet sich, okay, wir können das machen oder können das nicht machen.